No, yo. Cruising, cruising. I just down with your cruising, cruising. Sexy girl will be cruising, cruising. Come on! We ain't come on! No, yo. Yo, yo. Come on! Oh, come on! Cruising, cruising. I just down with your cruising, cruising. Sexy girl will be cruising, cruising. I know we ain't losing, losing. Yo, yo. Come on. Yo, yo. Losing. Come on. New call. I've got my hunches. It's the best, beat the rest. Cellular, modular, interactive, modular. Ring, 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 ring. Banana phone. Sonderreportage der The Heels Production Information and Communication Center in Zusammenarbeit mit der Social Life Know What's Happening Yesterday, Tomorrow and in Your Kitchen Community über die Nahrungsbeschaffung und vor allem Suchmethoden der Willy-Brandtschen Schüler in Bovenwerne, Mitte-West-Süd. Seit 1988 ist es den Lehrlingen der Sekundarstufe 1 der Gesamtschule Willy Brandt nun schon möglich, sich nach den beanspruchenden und ermüdenden Unterrichtsstunden an ganzen 3 Tagen zum Mittag eine stärkende Mahlzeit zu kaufen. Hier wird vor allem auf taschengeldgerechte Preise Wert gelegt, um es allen Schülern zu ermöglichen, sich dieser freudigen Runde anzuschließen. Besonders wichtig jedoch ist der Schule, dass Wert auf abwechslungsreiche, frische und vor allem auf gesunde Gerichte zurückgegriffen wird. Und das alles für nur 2,64 Euro. Das zeugt von wahrem Verwaltungstalent, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen. Ich schalte Sie live zur Sekundarstufe 1. Herr Blümchen? Nun auch ich begrüße Sie herzlich zu unserer The Heaps Production Information and Communication Service Center in Zusammenarbeit mit dem Social Life Know What's Happening Yesterday, Tomorrow and in Your Kitchen Community. Hinter mir sehen Sie das wunderschöne Hauptgebäude der Sekundärstufe 1 der Willy-Brandt-Gesamtschule in Bochum-Werne. Ich berichte jetzt hier nicht live über die Mensa der Sekundärstufe 1 der Willy-Brandt-Gesamtschule. Und dieser nette Schüler hier möchte mir garantiert gerne die gute Mensa zeigen. Hat er mir vorher noch vorher gesagt? In die Kamera, Chefin! In die Kamera! Geh mal los!
Nun, anscheinend ist die Mensa in diese Richtung. Und da haben wir schon unser erstes Opfer. Dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Nein. Was gibt es denn Leckeres? Auf dem Fahrstab Pommes und Sauerkraut. Und hier sehen wir den Kiosk der Wissenschaftsgesamtschule, der wahrscheinlich für die Klaus in der Cafeteria verantwortlich ist. Wie findest du denn den Kiosk? Der coole Kiosk ist ja, man kann gute Sachen kaufen, ne? Was kaufst du denn immer so? Okay. Gib mal ein Stück. Ein Mittel jetzt. Hey, kann ich dir mal kurz was fragen? Nein, ich will's euch. Ach komm. Ja, aber ich soll euch. Und wie findest du das eigentlich, dass hier so ein Kiosk ist? Sehr gut. Was willst du denn immer so? Ich will noch fahren. Und wie viel Geld gibst du da so immer so aus? 1 Euro. Oh. Gut, dann guten Appetit. Ich geh mal kurz raus, dann kommst du gleich. Ah, scheiße. Wie findest du denn, dass du, dass hier so ein Kiosk ist? Ja, also, eigentlich ganz gut. Also, man kann man sich in der Pause auch was essen, wenn man nichts dabei hat. Was holst du denn da meistens so? Die ganzen blauen Knoppers. Das kann ich nicht heißen. Also, wie viel Geld gibt es denn so pro Woche so aus? 5 Euro. Ja. Weiß nicht, muss ich mal ausrechnen. Schätz mal. Mal. Gut, danke. Bitte. Wie findest du denn das so, das Mensa-Essen und Kiosk-Essen im Vergleich? Also geht's so, ne? Also, wenn man Hunger hat, kann man schon kaufen. Was findest du denn besser? Ja, von zu Hause, ne? Nein, Kiosk oder Mensa? Kiosk. Gut, danke. Was macht ihr denn hier? Wir verkaufen Sachen. Was denn? Süßigkeiten. Macht das Spaß? Ja. Wirklich? Ja. Macht ihr das Ganze freiwillig? Ja. Bekommt ihr dafür denn nicht mal was? Stimmt, ich schlagen euch dafür. Olli, wie geht's dir? Holst du dir auch manchmal was in der Mensa? Ja. Also, merkt es dir hier im Kiosk besser oder schlechter? Gleich. Gut. Vielen Dank, sage ich auch mal. Alles okay. Zusammen. Danke. Mal andersrum. Vielen Dank, Herr Blümchen. Nun, liebe Zuschauer, so viel zur Sekundarstufe 1. Was in der Oberstufe an Lebensmitteln verwertet wird, sehen Sie jetzt. Ich schalte weiter zu Frau Kolumna. Carla, was können Sie uns zur momentanen Situation sagen? Guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Hier an der Oberstufe der Willy-Brandt-Gesamtschule haben die Schüler leider keine Möglichkeit, sich an einem warmen Mittagessen zu erfreuen. Dafür ist der gesamte Werner Herwig gesäumt mit Imbissbuden, Bäckereien, Cafés und Supermärkten. Was die Schüler selbst dazu meinen, hören Sie nach der Werbung. Kein Grund, mit Einhalt sind die im Mund. Wie finden Sie das, dass es hier keine Mensa gibt? Ja, natürlich ist es immer sehr schwer, ja. Vor allen Dingen, wenn man 9 Stunden hat, seinen Hunger befriedigen und dann bleibt natürlich nur der Bäcker um die Ecke und ich muss wirklich sagen,